Und in Wien begrüße ich den Schriftsteller Ilja Trojanow. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie gehören zu den 550 Unterzeichnern eines Protestes gegen die Massenüberwachung. Warum haben Sie dort unterschrieben? Naja, ich habe das ja mit einigen Kollegen initiiert und der Grund dafür war, dass wir das Gefühl hatten, in diesem Jahr ist die Tatsache der Generalüberwachung allen bekannt geworden. Darüber müssen wir nicht mehr diskutieren. Jetzt geht es darum, wie wir sie stoppen können. Und wir hatten das Gefühl, dass gerade Schriftsteller, die ja besonders besorgt sind um freie Meinungsäußerung, um die Privatsphäre, in der freies Denken ja auch erst entstehen kann, dass Schriftsteller mit gutem Beispiel vorangehen könnten und wollten dadurch einen weltweiten, weil dieses Problem ja auch nur global gelöst werden kann, einen weltweiten Aufruf zum Widerstand leisten. Bleiben wir noch mal gerade bei den Schriftstellern, zu denen Sie gehören. Was verbindet die denn weltweit in diesem Protest gegen die Überwachung? Das war ganz erstaunlich. Wir haben ja zig Hunderte, Sie haben es erwähnt, Kollegen aus aller Welt, insgesamt 83 Staaten, kontaktiert. Und wir waren selber erstaunt, dass die allermeisten, ich würde sagen über 95%, mit großer Begeisterung zurückgeschrieben haben, dass dieses Thema ihnen unter den Fingernägeln brennt, dass sie sich damit beschäftigen, dass es eines der akutesten, wenn nicht sogar das wichtigste Thema der Gegenwart ist und dass sie sehr bereitwillig an diesem Aufruf partizipieren. Man muss überrascht sein, wenn Sie dies so darstellen, dass die Bürger dieses durchaus anders sehen. Die sind gar nicht so aufgeschreckt. Zum Beispiel ist in Deutschland immer wieder mal eine Umfrage zitiert worden, bei der die Mehrzahl der Bürger sagt, wir haben ja gar nichts zu verstecken, wir haben nichts zu verbergen und deswegen haben wir eigentlich auch kein großes Problem damit. Das ist eine der Argumente, die man immer wieder hört. Was sagen Sie dazu? Na, es ist kein Argument, sondern ein Trugschluss. Es hat natürlich damit zu tun, dass viele der Bürger sich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigen. Es ist einfach so, dass Schriftsteller und Journalisten berufsbedingt mehr Zeit, mehr auch Möglichkeiten haben, ein Thema zu analysieren. Der Trugschluss liegt darin, dass wir ja alle durch die Generalüberwachung jetzt unter Verdacht stehen. Das heißt, es handelt sich nicht um eine geringfügige administrative Anpassung an neue Technik, sondern um eine Epochenwende. Plötzlich ist absolut jeder von uns potenziell ein Verdächtiger. Sonst gäbe es keinen Grund, uns alle zu kontrollieren. Und das führt natürlich dazu, dass wir irgendwann mal diese Kontrolle verinnerlichen werden. Das hat ja schon begonnen, uns überlegen werden, wie kann ich möglichst wenig auffällig werden, welche Themen sollte ich vermeiden, welche Sprechweisen sollte ich aus dem Weg gehen. Und diese verinnerlichte Selbstzensur ist natürlich die allereffizienteste Repression. Wir haben aber den Eindruck, dass die Bürger in zunehmender Zahl das auch erkennen. Es dauert einfach eine Weile, bis solche transformativen technologischen Prozesse einfach auch ins Bewusstsein einer doch Mehrheit der Bürger hineinsickern. Jetzt kritisieren Sie oder warnen nicht nur vor der politischen Dimension der Überwachung der Bürger, sondern auch vor der wirtschaftlichen Dimension. Die Unternehmen haben ein großes Interesse daran, eine Art von Überwachung oder zumindest Informationen von den Bürgern für den Verkauf ihrer Produkte zu gewinnen. Was hat das für eine Dimension aus Ihrer Sicht? Wissen Sie, wir glauben, dass es wichtig ist, dass man erst einmal die Sachen beim Namen nennt, dass man die richtige Sprache dafür findet. Das, was die großen Konzerne machen, was man irgendwie euphemistisch Abschöpfung oder Sammeln von Daten nennt, ist ja oft nichts anderes als Raub oder Diebstahl, manchmal sogar betrügerisch. Man gibt seine Daten ab, weil man an irgendeinem Bonusprogramm partizipieren möchte und siehe da, diese Datensätze werden weiterverkauft. Das ist jeweils ein Wert von 30, 40, 50, 60 Euro. Es handelt sich bei all diesen Themen ja um Grauzonen, die ganz perfide und gnadenlos sowohl von Geheimdiensten als auch von Großkonzernen ausgenutzt werden. Herr Trojanow, nun muss man ehrlicherweise sagen, ein solcher Aufruf ist sicherlich sinnvoll, er ist nachvollziehbar, er kann den einen oder anderen auch motivieren, aber diejenigen, nämlich die politisch Verantwortlichen und auch die Unternehmen, werden daraufhin ja ihre Schnüffelei nicht einstellen. Was muss passieren? Völlig richtig. Das ist ja nur ein Fanal, ein Beginn. Zum einen hoffen wir, dass in den folgenden Wochen und Monaten eine noch viel größere Zahl von Autoren, aber auch anderen Künstlern
sich diesem Protest anschließen. Zum anderen können alle Bürger, und zwar weltweit, auf der Webseite change.org, also Englisch Veränderung, change.org, auch ihre Unterschrift leisten. Und darüber hinaus wollen wir natürlich in vielen verschiedenen Facetten auch wiederum weltweit Widerstand anregen. Noch sind wir, glaube ich, nicht so weit, dass die Politik völlig taub auf ein großes Bürgeransehen reagiert. Herr Trojanow, danke schön. Danke nach Wien. Danke Ihnen.